One, two, three, four. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch den Rhythmus der tanzende Bär. Es ist ein sehr schöner Grundrhythmus, ein sehr warmer Rhythmus und ich habe dafür meine Bugarabu-Trommel genommen. Ihr könnt aber auch eine Djembe nehmen, aber auch eine Conga. Ich nehme die Trommel, weil ich die sehr für den Rhythmus mag und ich spiele oft diesen Rhythmus auf dieser Trommel. Also zuerst zeige ich euch, wie der geht. Ich mache das mal langsam. Der Rhythmus besteht aus einem langen Stück. Und ich mache euch mal das Grundmuster vor. Es gibt offene Schläge, es gibt geschlossene Schläge und so leichte Waschlappen, leichte Slaps. Also der Grundrhythmus. Darauf baut sich alles auf. Ich mach's nochmal und dann zähle ich uns rein. Nochmal 3, 4. 3, 4. Okay, jetzt gehen wir das im Einzelnen durch. Mit deiner Haupthand machst du die ersten zwei Schläge im Bass. Bei mir ist es die rechte Hand. Danach folgt mit deiner Nebenhand ein geschlossener Bass, der ist aber nicht laut, der dämpft eigentlich nur die Trommel ab. Ja, merkt ihr es? Das sind die ersten drei Schläge. Jetzt wandert die Haupthand zur Höhe und macht bei der liegenden Nebenhand zwei Schläge auf die Höhe, die leicht flatschig sind. Ja. Es ist keine klare Höhe, es ist eher, wo die Hand gegen die Trommel schnalzt und die Finger sind locker und flattern sozusagen nach. Aber leicht, ja. Also die ersten fünf Schläge. Nochmal. 3, 4. 3, 4. Alright, so, danach kommt. Es geht, ich mache nochmal den ganzen Rhythmus. Danach kommt der sechste Schlag, ist ein offener Bass wieder mit der Haupthand. Der siebte ist ein geschlossener Bass, gefolgt wieder mit der Haupthand auf der Höhe. Insgesamt geht das so. Ich mach's nochmal ein kleines bisschen langsamer. One, two, three, four. 3, 4. Nochmal, noch ein bisschen langsamer. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Und noch einmal 3, 4. Alright, das ist das Hauptmuster des Rhythmus. Ich spiele nochmal den ganzen Rhythmus, damit ihr nochmal hört, wie es weitergeht, und dann erkläre ich den Rest. So, wir behalten das erste als Teil A davon, ja. Und Teil B geht dann so. Ich spiele mal nur Teil B. Nochmal. Also Teil B beginnt wie Teil A. Das sind die ersten vier Schläge. Und dann folgt mit der Haupthand der fünfte Schlag eine offene Höhe. Der sechste Schlag ist ein offener Bass mit der Nebenhand. Ich mache nochmal insgesamt.
Sechster Schlag. Siebter Schlag, Haupthandhöhe, achter Schlag, Nebenhandhöhe. Das klingt dann so, nur der B-Teil. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. So, da gehen wir es nochmal langsam durch. Teil B. Nochmal. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Letztes Mal. 3, 4. So, jetzt spiele ich für euch Teil A, Teil B. Es sind nicht wirklich Teile, die spiele ich alles zusammen. Und ja, ich gebe zu, es ist ein komplexer Rhythmus. Es ist auch okay, wenn du erstmal nur den Teil A für dich spielst, den verinnerlichst. Weil Teilen A und B ähneln sich ziemlich. Ja? Oder du spielst nur Teil B. Ja? Musst nicht alles auf einmal können. Da gehe ich schrittweise vor. Ich mache doch nochmal vielleicht erstmal noch den Teil A zur Erinnerung. Entschuldigung, das war falsch. 3, 4. 3, 4. Das war Teil A. Teil B. 3, 4. 3, 4. So, jetzt machen wir alles zusammen. Ich spiele es einmal durch und dann zähle ich euch rein. One, two, three, four. Okay, das ist der ganze Rhythmus. So, das ist er, der tanzende Bär. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Lasst euch tragen und tanzt mit dem Bär. Es ist ein gemütlicher, warmer Rhythmus, der tanzende Bär. Ich habe eine Beziehung zu Bären, deswegen mag ich diesen Rhythmus ganz besonders. Das war sogar mal mein Spitzname, Bär. Okay, also jetzt zum Schluss spiele ich nochmal den Rhythmus für euch, mache ein paar Variationen rein. Natürlich lässt er viel zu, es ist ein Grundrhythmus. Und ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Seid lieb gegrüßt von mir, ich bin Ingo Gutmann. Bis bald.